keine Sorge, noch ist nicht Schluss, denn zum Abschluss der Saison 2017-2018 stand für uns Arminen die ca. 130 Kilometer weite Auswärtsfahrt nach Delmenhorst auf der To-Do-Liste. Ich freue mich ja immer wieder durch die niedersächsische Provinz zu fahren, denn nicht nur in der Landeshauptstadt Hannover kann man dabei so einiges sehen und erleben. So traf ich auf meiner Fahrt auf der Bundesstraße 6 auf das Auto der amtierenden Nienburger Spargelkönigin, die mich ein gehöriges Stück auf meinem Weg nach Delmenhorst begleiten sollte. Wie Henry Valentino in seinem bekannten Schlager aus den 70er Jahren machte ich mir so meine Gedanken, wie denn euer Hochwohlgeboren nun so aussehen mag. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Immerhin konnte ich in Erfahrung bringen, dass sie einen silbergrauen Ford C-Max fährt. Doch die getönten Scheiben ihres Kraftfahrzeugs brachten mich auch nicht weiter zu klären, wie attraktiv sie ist. Und erst recht konnte ich nicht klären, ob sie nun dunkle oder blonde Haare trägt. Tja, und so fuhr ich völlig gedankenverloren mit überhöhter Geschwindigkeit versehen meinem Zielort entgegen, um über diese Dinge und den Verlauf dieser Oberligasaison nachzudenken. Tja, manchmal ist es dann doch besser, sich nur auf den Verkehr zu konzentrieren, und so rauschte ich mit ca. 50 Kilometer über Normal in einen Blitzautomaten des Landkreises Diepholz, der sich nun auf eine Finanzspritze aus meinem Hause freuen kann. Und so stellten sich mir anschließend gleich ganz andere Fragen, die ich nach Ankunft im Delmenhorster Stadion dann von den anwesenden Zuschauern auch beantwortet haben wollte. Ihr seid doch alles intelligente Leute, ja? Wer hat dann schon mit der Verkehrspolizei zu tun gehabt in der letzten Zeit bei euch? Wer? Wo? Daniel, dann muss ich zu dir kommen. 50 Kilometer zu schnell, mit wie viel Monaten Fahrverbot muss ich rechnen und was muss ich an Geld zurücklegen? 250 Euro, 3 Punkte. 3 Punkte, kein Fahrverbot? Doch, ein paar Monate. Ja, ach, schön. Daniel, ich brauche dann deine Fahrkünste demnächst. Ich fahr dich. Alles klar, danke schön. Ach ja, Fußball wurde übrigens dann auch noch gespielt, wobei diese Begegnung nur noch statistische Bedeutung für die auslaufende Saison hatte. Arminia war bereits vor 3 Spieltagen aus dem Kreis der Mitbewerber um den Aufstieg in die Regionalliga Nord gefallen und Gastgeber Atlas Delmenhorst hatte den Klassenerhalt auch bereits fix gemacht, sodass sich die für Oberliga-Verhältnis zahlreich erschienenen Zuschauer völlig entspannt auf die Partie einstellen konnten. Und die Zuschauer bekamen dann auch sportlich einiges geboten, wobei in der ersten Halbzeit die Gästefans sich hierbei besser unterhalten gefühlt haben mögen. Bereits in der 10. Spielminute brachte Arminias Goalgetter Jovan Hoffart das Spielgerät im Gehäuse von Atlas-Torhüter David Lohmann unter. Dem SV Atlas fehlte in der ersten Halbzeit einfach die nötige Präzision und auch manchmal das nötige Glück, um auch selber einen Erfolg verzeichnen zu können. So konnte ich auch getrost Reiseleiter Eike Kähler zu Statistiken jenseits des Spielfeldes befragen, wobei ich nicht alle Details verraten sollte. Da ist die Reisegruppe Kähler. Jetzt musst du mir mal verraten. Nein, muss man eins verraten. Auch für die Statistik ganz wichtig. Ja. Wie viele sind denn mit dem Bus mitgereist? Ja.
Habt ihr einen kleinen Bus genommen oder was? Nee, wir haben den großen Bus. Wir haben ihn in der Mannschaft geteilt. Ah, okay, gut. Alles klar. Okay, nochmal. Statistik die zweite. Herr Kehler. Jetzt nochmal. Wie seid ihr denn angereist? Alle waren anwesend. Alles klar, gut. Gut. Das soll gesendet werden. Genau. Ist in Ordnung. Okay. Voll und ständig. Ne? Alles gut. Nein, liebe Arminia-Fans, mit Arminias Ersatztorhüter Pascal Gerz stand dann auch ein gleichwertiger Ersatz für Stammkeeper Sascha Algermissen im Gehäuse der Landeshauptstädter. Und so zeichnete sich Pascal einige Male aus und bietet sich somit für weitere Einsätze im Trikot der Blauen an. Und so kam es, wie es kommen musste. Delmenhorst verzweifelte an Arminias Torhüter Pascal Gerz und vorne glänzte Arminias Formation Attacke mit in dieser Saison selten gezeigter Effektivität. Kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Sebastian Lampe konnte sich der wieder stark aufspielende Mohamed Darwish nach schönem Anspiel von Adem Lukac gegen Heimtorwart Lohmann durchsetzen und vollendete gekonnt zum 2:0 für seine Arminen. In der zweiten Halbzeit sollten sich die insgesamt 6 englischen Wochen mit jeweils 2 Ligaspielen dann für Arminia negativ bemerkbar machen und es wurde überdeutlich, dass sich die gesamte Mannschaft nun endlich die Sommerpause verdient hat. Bis auf ein paar Entlastungsangriffe kam nicht mehr viel von den Arminen und so konnten sich auch noch die Gastgeber vom SV Atlas Delmenhorst mit 2 Toren von ihrem zahlreich erschienenen Anhang verabschieden. Ich weiß nicht genau. Ja, kann man uns, wenn mal Fans da sind. Ja, aber ich meine, da kann sich natürlich niemand beschweren. Ja, das ist geil. Bleibt zu hoffen, dass der Ankündigung des Stadtrats der Landeshauptstadt Hannover auch bald Taten folgen werden, dass die 10 Kunstrasenplätze in den einzelnen Stadtteilen gebaut werden. Denn nur so könnte Arminia gegen die Ligakonkurrenz bestehen, die aufgrund der Bespielbarkeit der eigenen Plätze in den Wintermonaten in der Endphase dieser Saison einen unverkennbaren Wettbewerbsvorteil hatten. Meister Lupo Wolfsburg und auch Vizemeister VfL Oldenburg verfügten beide über diesen Spielbelag und mussten deshalb nicht annähernd so viele Nachholspiele bestreiten wie die Arminen, zumal sich somit auch die Verletzungsgefahr im Trainingsbetrieb verringert. Mit Mittelfeldmotor Usman Suma und Abwehrspieler Zeki Dösemezi, den es nach unbestätigten Informationen zu Regionalligisten Germania Egesdorf hin verschlägt, verliert Arminia 2 Stammkräfte aus dieser Saison. Mit Goalgetter Jovan Hoffart,
Kilometerfresser Gürkan Önay und Tino Schröder konnten bereits drei Leistungsträger für die kommende Saison erhalten bleiben. Welche neuen Spieler noch kommen werden bzw. welcher Akteur eine neue Herausforderung suchen wird, steht kurz nach Abschluss dieser wechselhaft verlaufenden Saison, die ihren Höhepunkt leider schon mit dem Halbfinale im Niedersachsenpokal fand, erfahrungsgemäß noch nicht fest. Die Fans drücken der Mannschaft auch in der kommenden Saison fest die Daumen, um sowohl im Pokal als auch in der Meisterschaft eine noch erfreulichere Saison feiern zu können. Der ist noch nicht weg. Ich habe mir noch nichts von diesem Merch gekauft, von 125 Jahren. Hinten der Neuner. Ball rück! Bleibt mir euch nur noch einmal die amtierende Nienburger Spargelkönigin im Bild vorzustellen. Sie hat braune Haare und heißt Nicole Zibin. Die Fahrt nach Delmos kostet mich übrigens voraussichtlich 160 Euro und einen Monat Fahrverbot, was man nicht alles für seinen Fußballclub in Kauf nimmt. Übrigens habe ich damit einen Punkt mehr verbucht als unsere Ligamannschaft. Hiermit sende ich bereits freundliche Grüße nach Flensburg bzw. zum Landkreis Diepholz, die mir demnächst meinen Bußgeldbescheid zustellen werden. Das nächste Spiel unserer blauen Jungs können wir übrigens zum Stadiongeburtstag am 30.06.2018 gegen den HFC Falk aus Hamburg ansehen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Sommerpause.